Der ist einfach ein Fan von alten Kinofilmen. Und großen Brüsten und Patriotismus. Deine hässliche Fresse, Alter. Tino, heute kannst du endlich mal richtig loslassen. Guck doch mal, wie geil das ist. Endlich ein Thema für mich. Endlich kannst du mal so richtig alles rauslassen. Freust du dich endlich, schon? Endlich geht's mal hier um Metal-Musik. So ähnlich, ja. Wie ihr seht am Titel, wir haben die geballte Expertise heute zusammengesammelt. Tino hat nämlich überhaupt keine Ahnung von diesem Videospiel. Trotzdem sitzt er heute hier. Natürlich muss das irgendwie kompensiert werden und es gibt keine bessere Person als die wundervolle Lessie, um dieses Loch hier zu füllen. Hallo Lessie. Hallo. Vielleicht die Stimme versagt. Als kurze Zwischengeschichte dafür, Tino hat halt gar keine Ahnung, ich liebe Metal Gear, ganz besonders den dritten Teil und du bist so ein bisschen dazwischen, kann man das so sagen? Also ich hab's, ich erläutere das mal kurz, oder? Also du hast mir damals gesagt, ich sollte es unbedingt spielen, weil das das geilste Spiel der Welt ist. Ja. Dann habe ich das für den 3DS gefunden in meiner Spielesammlung und angefangen zu spielen. Dann war ich erstmal ein bisschen abgeturnt von dem Spiel, weil es erstmal mit 30 Minuten Zwischensequenzen anfängt. Und nachdem es dann losging, habe ich festgestellt, dass die Steuerung absolut unspielbar ist und dann abgebrochen und ein Let's Play geguckt und ja. Ja. Das ist so mein Stand. Muss man aber sagen, dass die Steuerung sehr am 3DS hing, ne? Und das nicht vom Spiel generell. Ich weiß nicht. Also ich habe mir Kommentare auf Metacritic angeguckt. Also es ist schon. Das ist schon so der Hauptkritikpunkt. Können wir gleich zur Steuerung kommen? Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein zu krasser Cold Opener war. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dir, Lessie. Du bist nämlich eine absolute Koryphäe im Bereich der Videospiele. Denn wir beide haben auf der Mac schon Leute abgezogen, die meinten, sie wären absolute Experten in Super Smash Brothers. Aber wir haben sie trotzdem an die Wand geknechtet. Tino, du kennst sie, glaube ich, noch nicht persönlich, oder? Nur bei Instagram tatsächlich. Okay. Ja. Also man kann sagen, Tino, wir beide, du ja auch nicht so sehr, du bist ja gar nicht so krass videospielaffin, aber Lessie und ich, wir sind sowas von gut in Videospielen, wir ziehen die heftigsten Spieler ab und deswegen gibt es hier überhaupt keine Frage. Dass die heftigsten Spieler im Rollstuhl. Ja, das zählt ja nicht, der hat ja auch Hände. Das stimmt. Es war halt wirklich so, wir waren auf der Mac, ich glaube, da warst du noch nicht dabei, aber auf der Hinfahrt hat der Kollege, also sein großer Bruder, mir schon erzählt, wie er der Allerbeste in Super Smash Bros. Ist und dass er nämlich unbedingt mal abziehen will. Und dann haben wir halt so ein Teammatch gemacht und wir haben gewonnen. Also Lessie und ich zusammen gegen die beiden. Ja, man muss aber auch sagen, wir haben auch gewechselt. Und es hat eigentlich immer das Team gewonnen, in dem du warst, das stimmt schon. Das ist egal. Das macht doch nicht alles zunichte. Ich habe auch mal sehr stark verloren. Und ja, ansonsten bist du natürlich. Ja, sorry. Du kannst auch selber noch kurz was zu dir sagen, wenn du möchtest. Ich will ja, das jetzt gar nee, nicht. Nee, ich muss mich nur an Discord gewöhnen. Wir reden uns hier noch so ein bisschen parallel mal rein. Das tut mir sehr leid. Ich versuche daran zu arbeiten. Gar kein das Problem. Ist normal. Hinterher, ich mute einfach deine Tonstrecke komplett. Und das ist dann, als würde ich mit Tino alleine reden. Besser ist es. Also, ja. Als würdest du Monolog das halten. Das ist heute eine gute Idee. Ich denke auch. Also, vielleicht noch mal ganz kurz, du bist ja auch so mit der Gaming-Szene eng verwurzelt, denn du bist ja selber Cosplayerin. Ich kann auch dein Instagram gerne mal verlinken. Ach, Quatsch. In der Beschreibung. Jetzt ist es schon passiert, zu spät, Lessie, hast du verkackt jetzt. Oh no. Und deswegen dachte ich, das ist eigentlich eine gute Mischung. Tino kann ja vielleicht ein bisschen zuhören, ein bisschen nachfragen. Ja. Und so wie ich das aus Lessies Tweets rausgelesen habe, geht es auch irgendwie so ein bisschen um Sexismus heute. Und da kann ja Tino wieder direkt um die Ecke kommen. Geil. Aber ich kann ja versuchen, dir das Spiel so ein bisschen schmackhaft zu machen, wenn ich bei Lessie so, naja, so ein bisschen gescheitert bin, aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Wenn ich das mal einordnen darf. Ich bin ja eher so der Sims-Spieler, ja? Ich mag Sims voll gerne. Das ist so mein Niveau. Mhm, ich auch. Siehst du? Nice. Also, du hast die Steuerung angesprochen. Ich muss sagen, die ist auf jeden Fall komplex,
Aber man kann sie definitiv meistern. Ich glaube, eine Steuerung, die man meistern kann, ist keine schlechte Steuerung. Sie ist übelst überladen. Man kann ja irgendwie sich hinlegen, aus der Wiese rausgucken, dabei zur Seite lehnen, dabei zielen. Das sind irgendwie sechs Knöpfe, die man halt gleichzeitig drücken kann. Aber man kann sie meistern. Und vielleicht hast du das einfach nicht geschafft, Madame. Ja, das ist gut möglich. Vielleicht war ich auch einfach ein bisschen gelangweilt, nachdem ich da 20 Minuten auf so einen Oh, so ein 3-Pixel-Bildschirm geguckt habe. Aber nee, aber ja. also ganz ehrlich, es ist ein offenes Geheimnis, dass die Steuerung auf dem 3DS super scheiße ist, weil du einfach den zweiten Stick für die Kamera nicht hast, zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Wobei du, also du hast halt diese Knöpfe, ne? A, B, X, Y müsste das ja sein. Und dann hast du halt so eine Art Joystick. Und halt noch ein Steuerkreuz. Aber du musst Okay. halt irgendwie dieses Steuerkreuz drücken für die. Also es war ganz furchtbar. Und also ich stimme dir zu, es gibt halt super viele gute Möglichkeiten, die man da machen kann und super viele Items, die man auswählen kann und alles Mögliche. Aber ich würde auch sagen, dass es damals auf der PS2 schon nicht optimal war. Also vielleicht ist das wirklich eher was für den PC. Frech. Also ich sage, das war seiner Zeit absolut voraus. Der dritte Teil, ich meine, gut, das ist die HD-Kollektion, die ich gerade im Chat's Play habe, aber der sieht heute noch so gut aus. Und ja, die Steuerung ist überladen, aber was willst du denn machen? Ja, du hast ja nun mal den Controller, der dir vorgesetzt wird. Und dann musst du halt manche Tasten doppelt belegen. Das ist ein bisschen dumm, aber ich finde, das geht schon. Vielleicht gehe ich auch noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, weil vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die es gar nicht kennen. Das ist super hart. Man kann diese ganze Serie, also Tino, jetzt an dich, man kann diese Serie überhaupt nicht in einem Atemzug irgendwie definieren. Aber im Grunde ist es ein Ein Videospiel, bei dem es Ballerspiel. darum geht. Nee, eben nicht. Es geht bei diesem Spiel eigentlich in erster Linie darum, unentdeckt von A nach B zu kommen. Du bist ein Spion, ein Agent, ja? Und Und eigentlich deswegen ist heißt er es. auch Snake. Ja, so ungefähr. Es ist wirklich, Alter, wenn ich dir mal kurz die Story zusammenfassen würde, ich glaube, dein Kopf würde explodieren. Hallo, hier, ich hab Faust gelesen und Faust 2. Ich Okay. werde ja wohl. Also statt Faust gibt es hier Big Boss. Big Boss wurde zu Big Boss, als er The Boss getötet hat. The Boss ist allerdings ein Heldentod gestorben. Das war quasi die Mutterperson. Die ist gestorben, weil sie so tun musste, als würde sie zur Sowjetunion überlaufen. Darüber hat sich aber die Welt echauffiert. Das wurde auch direkt in echte historische Geschehnisse eingewoben. Und deswegen musste sie sterben, um quasi den Status der Vereinigten Staaten wieder ins Reine zu waschen. Dann wurde dieser legendäre Big Boss, ja, zum Helden erkoren, wurde daraufhin dreifach geklont, ja. Von Solid Snake, Liquid Snake, Solid Snake. Es ist super übelst geil. In jedem einzelnen Spiel geht es jeweils so ein bisschen um einen davon. Und es ist einfach nur super geil. Es ist alles nur richtig geil, Tino. So. Und wo Ja. ist Gretchen? Ja, das ist Gretchen. eine gute Frage. Zu Gretchen kommen wir wohl noch. Denn ich bin echt ein bisschen gespannt, was Lassie sich da für Artikel durchgelesen hat. Ja, Die einen sehr wir guten und sehr hier. langen. Aha, okay. Ich sage nur ganz kurz, mir geht es in der ersten Linie wirklich primär um Teil 3, weil das mein absolutes Lieblingsspiel ist. Und nicht unbedingt um die Serie, aber die Serie an sich ist halt auch einfach geil. Man kann sich da stundenlang, Tino, du hast es jetzt doch schon rausgehört, man kann sich da stundenlang mit beschäftigen. Lassie hat das jetzt freiwillig gemacht, weil das so geil ist. Ja, definitiv. Ja. Und es ist halt wirklich über 3 Jahrzehnte hat sich da jetzt eine Saga erstreckt. Der Kojima, der dafür verantwortlich war, ich war ja mal in Japan, hab den da mal getroffen, der hat auch ganz oft gesagt: Ey, ich mach nicht noch einen Teil, ich mach nicht noch einen Teil. Und dann wurde aber trotzdem irgendwie da wieder hingenötigt, das doch noch weiterzuführen. Und dadurch ist da jetzt so ein Epos entstanden. Ja. Oh, ich könnte Ja, stundenlang welchen drüber reden. Teil war er raus? Naja, er hat bei einem PSP-Teil nicht wirklich mitgewirkt. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, es gab halt eine zweite Person, die ab Teil 3 oder nach Teil 3 raus war. Und deswegen wird heute gesagt, dass die Story in Teil 4 und Teil 5 deswegen nachgelassen hat. Der wird halt immer nicht erwähnt Okay. und ich kenne seinen Namen auch gerade nicht. Aber der wird eigentlich immer mitgelobt für die ersten Teile. Aber Okay. Kojima ist so der Visionär, der natürlich nicht ganz unkontrovers ist. Lassie, was hast du uns da rausgesucht?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich den Witz mit Liquid Snake erst jetzt verstanden habe. Ich habe mir das gestern angeguckt und auch den Bossfight aus dem vierten Teil und ich habe nicht verstanden, warum der Liquid heißt, weil das ja eigentlich der Ocelot oder so war, keine Ahnung. Ja, pass auf, Tilo, pass auf, das ist richtig geil, weil in Teil 2, also in Teil 1, stirbt Liquid, aber sein Arm wird abgetrennt. Dieser Arm wird dann bei Ocelot anoperiert. Dadurch ist die Persönlichkeit von Liquid in Ocelot, ja, und Ocelot ist dann nicht mehr Ocelot, sondern Liquid und macht für die Patriots, die quasi der Deep State sind, die alles kontrollieren, die eigentlich KIs sind. Ursprünglich waren es Menschen, heutzutage sind es nur noch KIs. Für die arbeitet er. Aber, or did he? Denn ganz am Ende kommt raus, er hat sich nur er hat sich nur hypnotisieren lassen, damit er denkt, der Arm von Liquid hat von ihm Besitz ergriffen. Ist das geil oder was? Ich wollte gerade sagen, seit wann ist denn die Persönlichkeit im Arm verankert? Schön, dass es so realistisch ist. Ja, also das war bei mir im Stream auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Lassie, aber dieses Übernatürliche, war das für dich irgendwie, konntest du das einfach so hinnehmen oder war das für dich auch, nee, an jeder Ecke so? Nee, das stimmt. Das muss man ja Tino auch mal sagen, dass das Spiel eigentlich prädestiniert dafür ist, ein Shooter zu sein, es aber nicht ist. Dann spielt es irgendwie im russischen Dschungel mit Krokodilen, was auch schon mal gar keinen Sinn ergibt. Und dann, das ist super geil. Und dann haben die plötzlich alle irgendwelche Fähigkeiten, wie dass der eine durch Photosynthese lebt oder das. Was der andere das? Züchtet Hornissen. Oder Bienen, oder? Ja, er züchtet sie in seinem Magen. Und kann sie dann ausspucken. Ja. Nein, doch. Geil. Und der große Endboss, also was heißt Endboss? Der Böse ist, keine Ahnung, was er sein soll. Also. Der hat mich sehr an Nemesis aus Resident Evil erinnert. Ja. Keine Ahnung, was der ist. Der hat irgendwie so Elektrofähigkeiten, so ein übelster Schrank. Ja, der kann bis zu 1 Million Volt durch seinen Körper fließen lassen. Oberst Wolgin. Ja, ja, also aber das Ding ist, ich habe das halt im Chat auch beobachtet, ne? Ich habe das ja jetzt gerade gechatsplayed und alle so, ja, hier übelst ist das dieser Realistus und so. Aber wenn irgendwie Peter Parker, ja, an der Wand lang läuft, da sagt keiner, wo ist denn da der Realismus? Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ja, das liegt aber auch daran, dass das Spiel das halt nicht dir sagt. Also du fängst an, das zu spielen, dann, weil es halt diese realen Ereignisse, also das vermischt halt reale Filmaufnahmen teilweise mit gefakten Filmaufnahmen und gefakten Bildern und übernatürlichen Fähigkeiten im russischen Dschungel. Ja. Und da ist man halt erstmal ein bisschen verwirrt. Aber es ist doch geil. Es ist doch geil. Also, weißt du, das ist, für mich wirkt das jetzt so, als würde man sagen, man guckt sich so ein Gemälde an, der Schrei zum Beispiel, und sagt, in echt sehen Menschen ja gar nicht so komisch aus wie so ein zusammengedrückter Luftballon. Es ist Kunst. Ich liebe diese Kunst. Aber ich habe gerade den Wikipedia-Artikel vor mir von Metal Gear Solid 3. Und ich finde lustig, dass es da Spielzeugfrösche gibt, auf die man schießen kann. Ja, gibt es. Ich glaube 50 oder so. Und wenn du die alle triffst, kriegst du einen besonderen Anzug oder so? Ich weiß gerade nicht. Ja, eine Stealth-Tarnuniform. Ja. Und die Frösche quaken, wenn man auf sie schießt. Es ist halt wirklich so geil. Jeder einzelne Aspekt von diesem Spiel ist halt so ein kleines What-the-fuck-Ding. Und das liebe ich da dran. Aber eine Sache, wo wir vielleicht auf einen Nenner kommen, Lassie. Ja. Ja. Also die Charaktere sind schon sehr likable, oder? Es ist schwierig. Also ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt schon kommen sollen, denn ich habe so eine grundsätzliche Einstellung dann gestern Abend zu dem Spiel entwickelt, die aber eher halt dann das Ende betrifft. Also ich bin halt der Meinung, weil mir das Gameplay jetzt nicht so Spaß gemacht hat und auch ich fand die Bosskämpfe, die Bosse waren cool, aber ich würde nicht gegen die spielen wollen. Und man entwickelt da jetzt halt auch nicht so ein Verhältnis zu denen, dass ich halt eigentlich der Meinung bin, sobald du den The Boss Bossfight machst, ja, alles davor könnte weg. Also am besten wäre es für mich als Kinofilm und die Story um The Boss drumherum und dann hauptsächlich auf das fokussiert, was sie dann eben erzählt über ihr Leben und dann halt das Ende. Und alles vorher ist für mich halt irgendwie so ein undefinierbarer Brei, der mir keinen Spaß macht. Ehrlich gesagt. Ja, naja, es ist ja nun mal kein Film. In einem Film verstehe ich das absolut, klar. Da brauchst du nicht irgendwie plötzlich einen Opa, der irgendwie
so mit Moos bewachsen plötzlich mit dir ein Scharfschützen-Duell will oder so. Aber es ist natürlich im Herzen ein Spiel. Ja? Und es ist in dem Sinne vielleicht sehr oldschool, weil du spielst einen bestimmten Level und am Ende kommt ein Boss. So ist das ja eigentlich aufgebaut, weißt du? Und ich finde das eigentlich geil. Ich finde, dass heutzutage machen das zu wenig Spiele, das irgendwie so, auch wenn es super corny ist, aber dann einfach so halt ein fucking Level-Boss kommt. Ich finde das geil. Ja, das stimmt, aber das macht für mich bis auf The Boss und Ocelot halt niemanden likable. Und vielleicht ja, die eine immer zuquatscht über Filme. Keine Ahnung, wie die heißt. Die Paramedic. Paramedic. Aber das ist so der gut, Rest Alter. Ist halt austauschbar. Ja, also bei der Cobra-Unit, da gehe ich mit, die sind alle leider ein bisschen underdeveloped, ja. Mhm. Die haben nicht wirklich so, das war im zweiten Teil ein bisschen mehr, da waren es nämlich auch nur 3 Gegner statt irgendwie 6 insgesamt. Da hattest du irgendwie mehr Zeit, die so ein bisschen zu etablieren. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber die Hauptfiguren so, Eva, ja, und Snake und The Boss. Volgen zum Beispiel mag ich selber auch gar nicht so sehr. Aber ich mag die alle sehr. Und ich weiß auch, was du meinst mit rausschneiden. Okay, das nicht ganz. Du meinst wahrscheinlich schon eher so gameplaymäßig, weil das baut ja schon storymäßig alles sehr auf. Also du kannst nicht irgendwie diese Folterszene in der Mitte rausnehmen. Dann wirkt das am Ende ja alles überhaupt nicht mehr so. Ja, das stimmt. Also die ganze Story um Eva, die ist halt hauptsächlich am sich entwickeln. Aber so alles um The Boss. Also ich habe, wie gesagt, gestern diesen Fight nochmal geguckt und dachte mir, okay, hier hätte es anfangen können, der Rest ist mir eigentlich egal. Es tut mir leid. Aber natürlich, man erfährt ja dann auch, dass das Horror eigentlich ihr Mann war und Tino kommt jetzt die ganze Zeit gar nicht mit, aber... ich finde das aber gut, Tino ist halt quasi der 0815-Zuhörer hier, der keine Ahnung von dem Spiel hat. Ich bin quasi der Zuhörer, der live dabei ist. Ja. Ich kann kommentieren, ich kann lachen, ich kann weinen und Tee trinken. Aber weißt du, das Geile ist ja, dass... Exakt das ist, was für mich ein großer Aspekt ist, warum dieses Spiel so geil ist. Dass man eben ein Fremder hört da so rein und denkt sich so, what the fuck. Wenn du aber da drin steckst, Alter, es ist so geil. Und ich verstehe das aus einer cineastischen Sicht, hat Lassie ja recht, da ist natürlich viel Fett, was an sich nichts aussagt, aber... Der Charakter macht ja auch eine Wandlung durch und der ist ja am Anfang Naked Snake und er macht ja die Wandlung zu Big Boss durch und irgendwas, er muss ja ganz viele Herausforderungen bestehen, um da anzukommen, also kann es theoretisch nicht mit dem Endkampf sozusagen getan sein. Mhm. Und warum heißt das Snake Eater? Weil er halt literally Schlangen ist in diesem Spiel. Es spielt ja im Dschungel und du hast eine Ausdaueranzeige und die kannst du durch Essen wieder auffüllen. Unter anderem durch Schlangen, die du isst. Ah, hier sehe ich es gerade. 11 weird animals you can eat in Metal Gear Solid 3. Es ist so gut, oder? Toll. Ich bin gespannt. So, aber jetzt nochmal, Lassie, vielleicht, dass du das vielleicht nachvollziehen kannst oder vielleicht, ich weiß nicht, bei wem du dir da ein Let's Play angeguckt hast, der hat das vielleicht noch nicht ganz ausgelotet, aber gerade die Gameplay-Freiheiten, die du hast und ich bin jetzt gerade irgendwie bei meinem, weiß ich nicht, 8., 9. Mal, dass ich dieses Spiel durchspiele im Chat's Play, ne? Und jedes Mal, wenn ich dieses Spiel neu starte, finde ich irgendwas Neues raus. Und das ist so geil. Und das bei einem relativ linearen Spiel. Also was ich zum Beispiel gar nicht wusste, du kannst, das sagt dir halt alles auch keiner, das macht's für mich so geil. Du kannst also es gibt so verschiedene Lager, Tino, ja, so kleine Hütten, wo dann Munition zum Beispiel drin gelagert wird oder wo Essen drin gelagert wird, was du halt sammeln kannst. Und dann kannst du deine Ausdauer davon erhöhen oder halt Munition verschießen. Mhm. Du kannst diese Lager aber auch in die Luft sprengen und dann sind deine Gegner in diesem Bereich hungriger und essen dann Essen, was du denen hinwirfst und sind dann abgelenkt. Außerdem kannst du ganz lange warten, also du hast Essen gesammelt, hast irgendwie eine Ratte zum Beispiel getötet und trägst sie mit dir rum, wartest ganz lange, bis die Ratte verschimmelt ist und wirfst den Gegnern das Essen hin, dann essen die das nicht nur, dann wird denen auch noch schlecht und die kotzen. Das ist so geil alles. Das ist schon cool. Es gibt 1000 Strategien, wie du das angehen kannst. Du kannst natürlich durchrennen wie Rambo und alles niederschießen. Auf den schwierigeren Stufen geht das natürlich dann nicht mehr. Aber du hast an sich, du kannst da langschleichen, die betäuben, du kannst komplett an denen vorbeischleichen. Und diese Vielfalt
macht so einen krassen Wiederspielwert bei einem echt sehr linearen Spiel. Das liebe ich. So, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen für dich rüberkam. Ich habe das Gefühl, man muss das Spiel mehrmals spielen, um sowohl die Story komplett mitzubekommen, aber auch eben alles, was du gerade erwähnt hast, auszutesten. Ja. Weil das halt das Spiel einem wirklich nicht sagt. Und es sind schon, also das habe ich mir ja auch als Pro aufgeschrieben, die vielen Möglichkeiten, die es gibt. Also man hat es ja öfter mal so in Spielen, die auch relativ linear sind, so entscheidest du dich dafür oder dafür und je nachdem entwickelt sich dein Charakter vielleicht ein bisschen anders oder es gibt eine Szene, die es sonst nicht gegeben hätte. Aber hier ist es eben schon so, dass du einfach ganz viele Wege hast, um ans Ziel zu kommen. Also zum Beispiel diese eine Szene, wo du in eine Zelle geworfen wirst und dann verschiedene Möglichkeiten hast, diese Wache da abzulenken und du den halt so lange füttern kannst mit verdorbenen Sachen, bis der halt aufs Klo muss und irgendwie seinen Schlüssel fallen lässt, glaube ich. Auf jeden Fall kannst du den raus. Ja, gibt es viele verschiedene Arten. Das ist halt auch so ein, du kommst in diese Zelle rein und denkst, okay, wie komme ich jetzt hier raus? Aber im Endeffekt gibt es 6 oder 7 Arten, wie du da rauskommen kannst. Das ist schon sehr geil. Und keine davon wird dir halt gesagt. Das ist auch so eine Sache, die ich halt, weiß ich nicht, moderne Spiele, ne? Assassin's Creed. So, es ist immer mein Go-To-Beispiel, aber dieses, ich drücke 2 Tasten und laufe geradeaus und alles wird mir gesagt, wo ich hin muss und so, das ist irgendwie nicht so geil. Ich mag diesen Trend das halt nicht. Das ist aber auch das, was mir zum Beispiel nicht so gefällt. Also dieser hohe Anspruch an den Spieler. Du findest das ja geil, du willst ja auch jedes Spiel immer auf höchster Schwierigkeit spielen. Und ich bin ja eher so das genaue Gegenteil. Ich will halt einfach eher die Story genießen und so ein bisschen Gameplay haben, weshalb mir eben diese Bosse auch nichts geben, weil das ist nichts, wo ich mir denke, da habe ich jetzt richtig viel Spaß dran, sondern es ist eher so, schon wieder, muss ich jetzt wirklich. Und das ist eben so eine Sache, weil ja Spiele auch immer inklusiver werden mittlerweile. Und ich jetzt zum Beispiel sagen würde, dass Metal Gear Solid, also ich weiß nicht, was für ein OSK das hat. 16. Aber, okay. Aber das ist zum Beispiel was, wo ich mir denken würde, du hast das wahrscheinlich schon unter 16 gespielt, oder? Ja. Wo ich mir eben das denken kam würde, raus 2004. Ich weiß noch, ich habe ein Jahr vorher schon übelst hingefiebert, weil ich den Trailer gesehen habe. Weil ich gesehen habe, wie man in dem Spiel fucking Wespennester abschießen kann und die dann auf den Gegner drauffliegen und dann die von der Karte jagen. Das ist geil. Aber ich habe dich unterbrochen. Sprich weiter. Ja, wie alt warst du da? Ach so, als es rauskam, war ich 13. Ja, okay. Das ist halt schon so die Grenze, wo ich sagen würde, alles drunter, da verkackst du halt einfach dann. Also, meinst du am Schwierigkeitsgrad oder was? Ja, oder was und daran, dass dir das Spiel eben nichts sagt. Und so ein Assassin's Creed, was halt, keine Ahnung, 12 ist, was du auch meistens noch drunter spielst, das hat halt einen ganz anderen, eine ganz andere Zielgruppe und einen anderen Anspruch. Und deswegen, das ist halt was, also ich mag das auch mehr, wenn mich Spiele an die Hand nehmen, ehrlich gesagt. Ja, ich sag ja auch nicht, dass eins irgendwie besser ist und eins schlechter. Ich finde das gut, solange es weiterhin koexistiert und nicht der Trend dahin geht, dass eins das andere ablöst. So. Ja. Ich habe halt auch dieses, also es gab ja jetzt vor einigen Jahren diesen Dark Souls-Hype, ja, dass man sagt, okay, geile Spiele, die schwer sind, ist eigentlich ganz cool. Und das hast du da eigentlich auch. Das kannst, also ich mache mir dieses Erlebnis mache ich mir eigentlich bei jedem Spiel, weil ich jedes Spiel immer sofort auf der schwierigsten Stufe anfange. Außerdem, wenn ich schon Geld dafür ausgebe, ja, will ich möglichst lange was davon haben. Aber es ist völlig okay, wenn das bei dir anders ist. Das sind einfach die anderen Herangehensweisen. Also zum Beispiel hast du ja The Last of Us 2 auch auf der höchsten Schwierigkeit gespielt, ne? Ja. Während ich mir halt beim ersten Mal gesagt habe, oh, ich mein Tee, während ich mir beim ersten Mal gesagt habe, dass ich auf jeden Fall jetzt unbedingt 100% die Story mitbekommen möchte und mir das Gameplay da erstmal egal ist und man später immer noch sagen könnte, okay, jetzt schwieriger und ich glaube, es sind tendenziell mehr Leute wie ich, was das angeht. Und weniger da wie du in dem Spielstil. Aber umso besser ist es ja, wenn es eben Spiele gibt, die genau das bei dir ansprechen. Ja. Man kann ja Metal Gear auch trink in Ruhe, dein Tee ist okay. Man kann ja Metal Gear auch auf leicht spielen. Das ist ja völlig legitim. Für mich ist einfach diese Spielerfahrung viel, viel geiler. weil. Also ich habe zum Beispiel, ist ja bekannt, ich bin ja der Unerschreckbare, ne?
Also ich habe wirklich nicht so dieses Gefühl von Horror bei Videospielen. Klar, Jumpscares kriegen mich auch manchmal, aber dieses wirkliche Gefühl von Horror bei Filmen und bei Spielen bleibt das einfach aus. Aber ich bin sowas von drin, wenn ich irgendwo langschleiche, mich in Millimeter vorarbeite und weiß, wenn mich jetzt eine Wache entdeckt, dann ist das Spiel vorbei und ich muss es nochmal machen, so. Und das hast du halt da. Ja, dann bin ich nämlich genau das Gegenteil. Ich bin dann die, die immer zwischendurch 100 Speicherstände anlegt, damit sie ja nicht die Schleichsequenz nochmal machen muss. Das habe ich jetzt in Cyberpunk immer gemacht. Das ist, ja, ich glaube, wir sind da einfach grundverschieden. Lustigerweise. Ja. Ich vermute auch, Tino ist eher in deine Richtung, oder? Also, ich glaube nicht, naja, ich bin ja jetzt nicht so der Mega-Gamer. Ich weiß nicht, mich sprechen eher so Sachen an, also Spiele an, wo ich auch selber gestalten kann, wie jetzt Charaktere gestalten kann und ich kann in verschiedene Richtungen gehen, wo alles relativ offen ist. So Open World und sowas finde ich halt spannender. Und es muss keine Geschichte haben. Also ich, wie gesagt, so Sims spiele ich sehr gerne. Ich habe Pokémon gerne gespielt oder GTA oder Wrestling und da geht's ja auch, da ist ja auch jetzt die Story nicht immer im Vordergrund. Bei GTA vielleicht schon, aber bei so Wrestling oder Fußballspielen, die ich auch damals hatte, FIFA, ging es ja eher um das Spielen und weniger um die Geschichte. Aber bei GTA und Wrestling ist es ja zumindest so ein bisschen, dass man sagen kann, geht's dir dann darum, dich in irgendeiner Form herauszufordern oder stellst du es dann auf leicht und willst nur Leute bei Wrestling zermanschen? Weißt du? Je nach Stimmung. Also ich mag es eigentlich eher dann auch zu wachsen und erst fange ich bei Mittel an meistens und wenn ich besser werde, dann erhöhe ich mich und versuche dann irgendwie bis zum letzten, zur letzten Stufe hochzukommen. Ja. Wobei man ja auch sagen kann, dass die meisten Spiele das schon integriert haben, ne? Also viele Spiele, gerade die so in Richtung Open World gehen, sind ja so aufgebaut, dass es eben schwieriger Bereiche gibt und leichtere Bereiche und ja, dass deine Waffen und Rüstung halt mit der Zeit zunehmen und du halt besser wirst und mehr aushältst und mehr Schaden machst und die Gegner wachsen ja dementsprechend mit. Ja, und ich glaube sogar, dass GTA auch merkt, wie der Spieler spielt, dass ja, wenn du bei einer Mission scheiterst 2-3 Mal, dass das dann leichter gemacht wird für dich. Oh, ja, das ist halt, ja, ist richtig, verstehe ich, Inklusion und so, aber das ist auf jeden Fall auch ein Trend, der mir nicht so gefällt, weil weißt du, wenn es dir angeboten wird, okay, dann machst du es, aber wenn es dir nicht angeboten würde, vielleicht würdest du dich dann mehr anstrengen und hättest dann ein viel größeres Gefühl der Belohnung, wenn du es dann selbst schaffst, als diese kurze Befriedigung, okay, ich überskipp's jetzt einfach. Stimmt, und ich finde auch, man sollte die Wahl haben, dann. Ja. Ja, das hat man ja wahrscheinlich, aber ich meine, dadurch, dass es dir schon angeboten wird, denkst du erst drüber nach. Weißt du, normalerweise würdest du gerade gar nicht denken, oh, ich will das skippen. Ich weiß nicht. Irgendwann sprichst du es vielleicht ab. Also. Ja, natürlich, die wollen das natürlich nicht. Und deswegen finde ich es ja als Trend nicht cool. Spieleentwickler wollen nicht, dass ihre Spiele nicht durchgespielt werden. So, und deswegen bauen die sowas ein. Und, aber du willst doch auch nicht, dass du das Spiel, was du total geil findest, am Ende nicht durchspielst. Das ist ja auch. Dann würde ich es ja nicht geil finden. Naja, ich fand zum Beispiel Beyond Good and Evil total geil. Und der Bosskampf war aber so, dass an einer bestimmten Stelle die Steuerung invertiert wurde. Okay. Und das relativ lang. Und du musstest immer ausweichen und angreifen und das halt alles invertiert. Und ich hab's einfach nicht hinbekommen. Und ich habe dieses Spiel nicht zu Ende gespielt deshalb, weil ich einfach diese scheiß invertierte Steuerung, wo ich irgendwie rechts hätte drücken müssen, um nach links zu gehen und das immer wieder ganz schnell und mit ganz kurzer Reaktionszeit, das habe ich nicht geschafft. Und dann habe ich es nicht zu Ende spielen können und dann war ich traurig. Mir ging es ähnlich. Bei GTA San Andreas, da gab es diese Mission, wo du auf so einem Hochhaus stehst und auf irgendwelche Flugzeuge schießen musst. Das war Vice City, glaube ich, oder? Nee, das gab es da, glaube ich, auch. Ach, aber klar, ich meine, bei Zero oder wie der heißt. Bei Zero, genau. Und ich habe das echt nicht geschafft und habe mir eigentlich gewünscht, dass es sowas gibt wie, man darf einmal eine Mission skippen oder so, weil ich einfach nicht weiterkam. Habe es dann von einem Kumpel spielen lassen, dann die Mission. Da war ich etwas frustriert. Also ich halt einfach nur sehr gerne die Fahne hoch und sage, der Frust von, ich schaff das jetzt gerade nicht, wird so hart überschattet von der Befriedigung, wenn du es letztendlich geschafft hast. Natürlich nicht bei jedem, aber ich glaube bei mehr Leuten, als es die Leute denken. Ja, das denke ich auch. Naja, Metal Gear. Okay, also, ja, noch auf meiner Liste, wenn wir jetzt hier bei den Pro-Sachen sind, da habe ich einmal stehen, alles, was Robin sagt. Das haben wir aber schon jetzt durch. Jetzt komme ich mal zu den anderen Punkten. Die Verkleidung finde ich gut. Also auch so Special-Sachen, dass
was einem das Spiel auch nicht sagt, aber was man natürlich ja googeln kann und so, und was ich dann auch teilweise in dem Let's Play, was ich geguckt habe, weil der Let's Player das eben schon mehrmals gespielt hatte, dann gesehen habe. Wenn man zum Beispiel diesen einen Boss, The End, der snappt Ja. einem mal weg und tarnt sich, und den muss man eigentlich mit so einem Wärmesuchgerät finden, ne? Ja. Genau, und wenn man den irgendwie Also von es ist sehr hinten viel erwischt, leichter. also wenn man sich von hinten an den anschleicht und den dann irgendwie erwischt und einmal irgendwie messert oder so, dann kriegt man so einen Special-Anzug zum Ja. Beispiel. Und da gibt es eben Stimmt, man muss verschiedene ihn Sachen, und freezen. auch alleine diese Sache mit dem Karton und so, mit dem man sich anschleichen kann, was ja eigentlich so ein Wahrzeichen von Metal Gear Solid ist, Ja. finde ich halt alles ziemlich witzig und ziemlich kreativ gemacht. Schön, das freut mich. Wo du aber gerade von The Ja. End redest, da würde ich noch ganz kurz auch nochmal Oh für Tino ja. und für alle Zuhörer, das um begreiflich zu machen, wie geil das ist. Also The End ist ein sehr alter Mann, der seine ganze Energie, die er durch Photosynthese bekommt, sammelt, nur für seinen letzten großen Kampf gegen Snake. Okay? So, und das ist ein episches Scharfschützen-Duell. In drei großen Bereichen. Der setzt sich halt irgendwo immer in Gras, wartet auf dich und wenn du ihn erwischst, kannst du ihm kurz Schaden machen, dann rennt er wieder weg sozusagen. Und es Und er gibt hat einen auch hier. Papagei. Und er hat einen Papagei. Und es gibt auch hier ultra viele Ansätze, den zu besiegen. Und einer davon ist, dass du das Spiel speicherst, rausgehst, deine Konsole, also entweder 2 Wochen Ja, wartest stimmt. oder deine Konsole umstellst, dass die Konsole denkt, es ist 2 Wochen später und dann stirbt dieser Gegner an Altersschwäche. Das ist so fucking genial. Das ist Und lustig. solche Sachen sind halt nur in dieser Serie drin und dafür lieben wir sie doch alle. Und ich Das ist lese echt auch ein gerade, absoluter dass man den Pluspunkt. auch töten kann mit einem Schuss. Hier ist irgendwie Ja. was. Du Wo kannst ihn war das vorher denn? schon töten, bevor der eigentliche Kampf kommt, sitzt er im Rollstuhl, Ja, du kannst genau. ihm, genau. Mega gut. Das ist halt auch, also das sind echt Sachen, die finde ich richtig genial, und die würde ich mir auch in mehr Spielen wünschen. Ja. Da kann man nichts Negatives finden, glaube ich. Das ist einfach nur geil. Nice. Schön, dass wir Und da man auf kann der ihn same auch, page sind. ja, natürlich. Und man kann ihn auch atmen hören, ne, wenn man in der Ja. Nähe ist, in dem Ja. Bosskampf, was ganz interessant ist, weil man ja in diesem Dschungel ist und da sind auch so Dschungelgeräusche, und irgendwann kann man ihn dann atmen hören, und generell sind die Geräusche in dem Spiel ziemlich gut, finde ich. Also einerseits so Ja, witzig, so das habe ich auch im Stream cartoonmäßig. gesagt. Ich könnte das einfach stundenlang nebenher laufen lassen, diese schönen Dschungelgeräusche. Genau, aber auch wenn man entdeckt wird zum Beispiel, oder wenn sie so kurz verwirrt sind, das ist schon so cartoonmäßig, dass man sich eigentlich schon wieder Ja. denkt, was spiele ich hier eigentlich? Was zur Hölle? Aber es ist halt sehr witzig und es bleibt vor allem so richtig im Kopf. Also es gibt viele Videos, wo das so reingeschnitten wird, oder keine Ahnung, so, keine Ahnung, Meme-Compilations oder so, Ja. wo das dann benutzt wird, weil man was findet. Und das ist ziemlich gut und man denkt immer direkt dran. Also die Musik, auch dieses, also nicht nur dieses, der Snake Eater Song, sondern generell dieses Theme, was Metal Gear Solid hat, das bleibt Ja. einfach total im Ohr. Also Mega. ist Harry auch Gregson absolut Williams, gut. richtig guter Mann. Ja, Tino, Richtiger ich glaube, Fanboy. was Lassie gerade angesprochen hat, ich glaube, selbst das, also selbst du müsstest das kennen, so dieses Ausrufezeichen über dem Kopf und so ein Ding. Sagt dir das was? Ja, dass man so eine Idee hat, ne? Oder dass die Figur, dass die Figur irgendwas merkt, gerade so ein Aufmerksamkeitsding. Ja, so Das ungefähr, kenne ich ja. von Pokémon, wenn da irgendwie du angesprochen wirst von einem Gegner, da kommt so ein Ausrufezeichen über deinen Kopf. Ja, Achtung! exakt so Oder ist das. Nur so. viel schlimmer. Also wirklich, wenn ich da auf der schwierigsten Stufe irgendwo rumschleiche und auf einmal kommt dieses Geräusch und das Spiel ist vorbei, da erschrecke ich. Also da bin ich nicht der Unerschreckbare. Das ist halt auch wirklich ein echt geiler Sound, aber der ist sehr laut und du hast die ganze Zeit diese ruhige Schleichmusik, die auch ziemlich Ja. gut ist. Und dann wirst du entdeckt und du kriegst einfach so einen halben Herzinfarkt. Ja, super geil. Ja, aber schön, dass du so positive Sachen herausstellst. Ja, ich habe auch noch mehr. Willst du noch mehr hören? Ja, hau raus. Oh. Okay, also ich habe noch, auch wenn ich der Meinung bin, dass das Menü kacke ist, gibt Ja, es ja so finde ein ich. Heilungsfeature, Ja. dass du. Ich gehe da auch mit. Das Okay, Menü gut. ist ein bisschen zu fummelig. Also, es unterbricht das Spiel zu sehr. Also es gibt so ein Heilungsfeature, wo man dann, was auch mehrmals so genutzt wird von der Story her, also dass man irgendwie, keine Ahnung, so ein Giftpfeil bekommt man auf ins Bein oder so, ne? Ja. Und dann muss man sich da halt immer speziell an diesen Stellen heilen, und das wird auch am Anfang erklärt und es wird gar nicht so viel genutzt irgendwie, also es ist immer relativ gleich.
würde ich sagen, aber es ist halt cool gemacht, so an sich. Ja. Es ist auch was, was man selten sonst sieht. Und Ist halt generell so. ist es cool zu sehen, dass man, also auch die verschiedenen Outfits, die man anzieht und so, das ist ja mittlerweile relativ normal, dass man das dann gleich im Menü sieht und so einen Spielcharakter hat und das Model auch meistens drehen kann oder so, aber früher war das halt noch nicht so oft vertreten. Ja. Alter, vor allem das Model drehen. Tino, Oh hör zu. Gott. Man kann in das Menü gehen, ja? Da siehst du das Model, also Snake, was er halt gerade anhat und so. Und dann kannst du ihn eine halbe Minute im Kreis drehen. Dann gehst du raus aus dem Menü und er kotzt, weil ihm schlecht ist. Es ist so geil. Das ist witzig. Und das ist eine Möglichkeit, um aus diesem Gefängnis rauszugehen. Du drehst ihn im Kreis im Menü, gehst raus, kotzt dahin, dann macht die Wache die Tür auf, weil er denkt, du bist krank. Es ist so geil. Direkt mal übersteuert. Ja, wie im echten Leben. Ja, so Ja, ungefähr. definitiv. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Lassie. Ist schön, wenn du positive Sachen sagst. Ja, apropos Model drehen. Wenn man Eva dreht, dann wackeln da einige Körperteile. Sehr Ja. häufig. Oho. Und auch nur bei ihr. Bei Snake Ja. nicht. Und bei anderen, also Ja. andere sieht man, glaube ich, gar nicht, ne? Aber das ist so eine Sache, die ich, als ich das Spiel zum ersten Mal im Let's Play gesehen habe, die mir nicht gefallen hat. Vor allem, weil das dem Let's Player sehr gefallen hat. Aber mir. Ah ja, Ich, stimmt, hat's ja erzählt, er hat damit er hat sehr das viel dann so 2 Minuten rumgespielt und so. lang gemacht und aus allen möglichen Perspektiven gezeigt. Und ich dachte so, Ja, okay. also ich finde es als, wenn man es irgendwie als Easter Egg oder so sieht, finde ich es jetzt nicht weiter wild. Ich finde es halt, also im Verhältnis zu anderen Sachen, wenn man zum Beispiel jetzt Dead or Alive oder so, wo das das Main Feature ist, guck mal, hier sind wackelnde Brüste, so, das ist halt irgendwie auf einem ganz anderen Level. Aber klar, ist es jetzt nicht unbedingt nötig, ja. Ich verstehe den Punkt. Und ich bin gespannt, was du dazu Sexismus sagst. Ja, wir können ja gerne mal dazu Denn kommen. kommen wir doch mal kurz dazu, ja. Also, der Artikel, den ich gefunden habe, So, ich der bin wurde. da. Oh ja, Robin, ja. Wir machen Robin jetzt fertig, okay? Ja, bitte. Der kann sich da nicht mehr rausreden. Also, der Artikel, den ich gefunden habe, der war bezüglich der ganzen Spiele von Hideo Kojima und vor allem, weil Death Stranding rauskam und darin quasi die Frage bestand, ist Death Stranding auch wieder so ein bisschen low-key Sexismus oder eben nicht? Und ich habe es nicht gespielt, ich weiß es nicht. Du kannst es vielleicht beantworten. Muss ich jetzt Schande auf mein Haupt? Ich wüsste gerade gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Okay, na dann ist doch gut. Warte, Dann war es wahrscheinlich nicht so. also. Es war halt die Nee, es kann schon Vermutung, sein. also das war noch nicht raus. Ich muss halt auch dazu sagen, ich habe dieses Spiel halt während des Impeachments gespielt und habe halt wirklich sehr sporadisch überhaupt Story gemacht und habe dann dazwischen immer ganz, ganz lange Parts gehabt, wo ich halt so einfach nur irgendwelche komischen Strecken gebaut habe. Und deswegen ist mir das vielleicht nicht so hängen geblieben. Es gibt natürlich da, es gibt diese Fragile und so, aber ich wüsste jetzt nicht, dass das groß sexistisch Ja, das ist. ist ja positiv. Okay, aber auf jeden Fall kam in dem Artikel dann eben, kamen quasi alle Metal Gear Solid Spiele vor. Außer der zweite, anscheinend. Der komischerweise nicht. Genau, und ich habe mir hier zu jedem was rausgeschrieben. Und ich trage das jetzt einfach mal kurz vor und danach können wir ja darüber reden, wenn wir möchten. Okay. Also im Originalspiel gibt es eine Meryl, keine Ahnung, Ja, kannst du vielleicht ja. besser sagen. Und die ist wohl eher nie nackt, außer wenn man sie bespannert. Also außer wenn man ein Creep ist, quasi im Spiel. Und dafür wurden halt einige Szenen eingebaut, die möglich waren. Also dass man sie zum Beispiel beim Sport in ihrer Unterwäsche beobachtet. Oder dass wenn man ihr bei einer bestimmten Stelle schnell genug hinterherrennt, also da läuft dann quasi so ein bisschen intern ein Timer mit. Und wenn man eben schnell genug ist, dann kann man. Oh Gott. Tino hat das Bild schon quiet gefunden. Ja, da kommen Du wir auch musst noch nur googeln, dazu. Death Stranding und Sexismus, und dann kommt das Bild hier mit einer Ja, da kommen wir halbnackten noch Frau. dazu. Auf jeden Fall kann man ihr dann beim Umziehen zugucken, indem man so creepy da reinschaut. Und Ja. damit fing es an. Und die Grundtheorie ist quasi, dass eben Frauen in seinen Spielen, beziehungsweise vor allem halt in den Metal Gear Solid Spielen, immer eher so als Trophäen da sind. Also dass die oftmals ein bisschen weniger Charakter haben, als sie eigentlich hätten haben können und oft dann eher nur so in Eye-Candy-Momenten eingesetzt werden. Das war so ein bisschen die Theorie. Und dann ging es eben los mit dem Originalspiel, das habe ich gerade gesagt. Und dann ging es los mit Metal Gear Solid 3, was ich jetzt Warte, sagen würde dann noch. lass mich ganz kurz noch einhaken. Okay. Kannst du sofort weitermachen.
ich gehe mit, dass die Frauenrolle da nicht gut ist. Oder nicht schlecht, aber auch nicht, also pass auf. Aus meiner Sicht sind sie nicht Trophäen, sondern ein billiger Trick sozusagen, um eine emotionale Reaktion hervorzurufen. Weil sehr oft sterben die Frauen in den Spielen. Oh, na toll. Ja, aber es ist halt, das weißt du. Das macht's viel besser. Ja, also erstmal, übrigens, Meryl ist jetzt nicht unbedingt so sexualisiert. Also klar gibt's diese Momente, aber sie an sich ist eher so, weißt ja, genau, du, das ich ist mach ja den Job und so. Genau, das ist es ja, dass sie eben so dargestellt wird, aber ja. Wenn du schnell genug bist oder wenn du creepy genug bist, dann kriegst du eben diese Sachen zu sehen. Ja. Und das ist halt, geht in dieses Belohnungsschema. Ja, und bei Metal Gear Solid 3 ist es halt weniger, würde ich das, sagen. Oh, das habe ich gehofft, dass du das sagst, weil bei Metal Gear Solid 3, ich hoffe, das sagst du jetzt, ist es nämlich am besten kontextualisiert, weil die Rolle, die Eva spielt, passt ja, genau. Zu der Art, wie sie präsentiert wird. Mhm. Also nur mal kurz für Tino, ich weiß nicht, Robin, vielleicht kannst du da auch ein Bild raussuchen von Eva. Ja. Man trifft sie, während sie Drehungen auf ihrem Motorrad macht, alle Bad Boys wegschießt so und dabei so einen Fliegeranzug anhat, der bis zu ihrer Hüfte so auf ist und sie hat drunter nur ein BH an. Das ist quasi der erste Eindruck und sie zieht auch fast nie was anderes an in der Zeit, außer wenn man sie in ihrer Zweitspionrolle sieht, beziehungsweise zieht sie später sogar noch aus. Da sie aber diesen Ruf so ein bisschen hat von, dass sie halt eine Spionin ist, die vor allem dadurch agiert, dass sie Leute verführt und vor allem diese Männer dort verführt und die auch ihr fast alle trauen, außer The Boss, weil die eine Frau ist und weil die ein bisschen die Hintergrundinfos hat, wie sie dann so drauf ist, weil sie auf derselben Spionschule waren quasi, die glaubt ihr dann nicht. Aber sonst lassen sich halt alle von ihr verführen und deswegen passt das Aussehen auch zu ihr, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Ja. Ja, es ist ja auch kein Problem, wenn in einem Spiel eine Frau leicht bekleidet zu sehen ist, aber es ist ja in ganz vielen Spielen der Fall, dass Frauen riesige Brüste haben, nur einen ganz knappen BH tragen und mit ihrem Körper spielen müssen, was die Männer ja nicht machen in den Spielen. Das ist halt also systematisch einfach ein Problem und nicht im Einzelnen. Wenn wir das noch weiter in den Kontext setzen wollen, ohne das jetzt rechtfertigen zu wollen, aber es ist natürlich auch ein japanisches Spiel. Ne? Das ist dann auch nochmal ein bisschen eine andere Kultur als jetzt hier westlich. Aber es bleibt ja Sexismus. Das mag ja, das alles stimmt, sein. Das rechtfertigt und ich möchte es auch gar nicht. Das Ding ist, es ist ja nicht mal so, dass es unbedingt besser geworden ist mit kommenden Jahren. Das Bild, was da drüber ist von dir, Tino, das ist nämlich aus Metal Gear Solid 5, das ist weit später gekommen. Und da finde ich es eigentlich am schlimmsten aus allen Spielen. Mhm. Wobei aus meiner Sicht jetzt schlimm auch ein hartes Wort ist. Es ist, ich finde es eher nervig oder so. Oder ja, unnötig halt einfach. Ja, unnötig würde ich es auch nennen. Ja, aber also bei Metal Gear Solid 3 ist das am wenigsten. Ja, und deswegen kann ich guten Gewissens sagen. Ja, aber es kommen ja noch die negativen Parts jetzt. Ach du Scheiße. Wenn man nämlich Eva zum ersten Mal trifft auf ihrem Motorrad, wie sie die Bad Boys wegschießt und nebenbei diesen wunderschönen Anzug anhat, ja. Dann ermutigt einen das Spiel doch mal, das Zoom-Feature auf R1 auszuprobieren, was genau auf ihre Brüste geht. Ja, ja. Ja, also du hast, Tino, mehrfach im Spiel hat man die Variante, R1 zu drücken und nicht quasi die cinematische Kamera zu sehen, sondern durch die Augen des Protagonisten zu schauen. Und das ist auf jeden Fall manchmal sogar irgendwie gameplaymäßig ein bisschen relevant, also dass du Zusatzinfos kriegst, aber in dem Fall dient es halt ja, wirklich dazu, so. Ihr auf die Brüste zu gucken. Aber, und da kommt wieder ein Aber von mir, ich finde das, es ist an sich unnötig, aber es hilft irgendwie dabei, die Figur von Snake ein bisschen klarer zu machen, weil der Spieler freut sich eventuell in dem Moment, haha, guck mal, ich gucke jetzt auf Brüste. Snake wiederum kriegt aber einen halben Orgasmus dabei, eine Waffe anzugucken kurz danach. Und dem ist nämlich Eva eigentlich völlig egal in dem Moment. Das also stimmt, es entwickelt ja. sich dann Na, noch. Am Ende nicht mehr, aber ja, ja, das entwickelt sich noch. Die kriegen dann so eine kleine Love Story. Ja. Genau, da zieht sie sich dann auch nochmal aus. Aber ja, was mir sonst halt noch am meisten in dem Spiel nicht gefallen hat, was ich dir eben damals auch direkt gesagt habe, und was bei mir so ein komisches Gefühl hinterlassen hat, war halt einfach das mit den wackelnden Brüsten im Menübildschirm. Und ja. Auch Voicelines, die es gibt, wenn du ihr auf die Brüste schaust. Ich habe ein spannendes Zitat gefunden von Kojima, wo er sagt,
Ich möchte vermeiden, was in einigen Spielen zu sehen ist, wie beispielsweise Charaktere mit großen Brüsten, die keine Hintergrundgeschichte haben. Wenn ich Charaktere erschaffe, die auf den ersten Blick so aussehen, dann haben sie eine tiefgründige Hintergrundgeschichte, die einen besonderen Grund dafür liefert. Ah Das ja. heißt, wenn er Frauen erschafft mit großen Brüsten, hat das auch einen Sinn. Ich gehe da halt auch teilweise echt mit, so. Also erstens haben die, glaube ich, alle keine Riesenbrüste. Das gibt's, glaube ich, gar nicht in einem Kojima-Game, wo eine wirklich so Riesenocken hat. Naja, Aber Quiet ist schon unproportional, da wollte ich gerade würde ich drauf jetzt kommen. sagen. Quiet ist das Bild, was du gepostet hast, Tino. Weißt du, Tino, du bist jetzt Kojima. Was ist die Erklärung, warum Quiet so aussieht, wie sie aussieht? Auf dem Bild hier, was ich geschickt Ja, habe. mit dem BH und irgendwie, keine Ahnung, eine Strumpfhose an, darüber so ein Das ist ihr Tanga. Basic-Outfit, also so Ja. lernst du sie kennen, das hat sie immer an. Genau. Na, was halt, also Sex sells, ne? Ich glaube, dass einfach die ganzen, vor allem männlichen Gamer, das einfach anmachen soll Ja. und Ja, sie aber eine er hat ja, Verknüpfung be es gibt er in-game hat ja eine einen Grund Erklärung geliefert. dafür. Ja. Am Anfang, als das Spiel nämlich getrailert wurde, hieß es: Oh, was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein Ding? Und Kojima meinte dann: Oh, wartet mal ab, das wird euch noch auf die Füße fallen, wenn ihr wisst, warum sie das hat, also warum sie so aussieht. Tino, Er hat deine wohl genau Erklärung. genommen sogar gesagt, dass man sich dann schlecht fühlen wird, dass man das gesagt hat. Ah Dass man ja. gesagt hat, sie wird da nur objektifiziert. Das habe ich gestern auch gelesen. Es kann eine Strategie sein, vielleicht auch, dass sie die ganzen männlichen Gegner ablenkt mit dem Körper oder Nee. dass sie ihn nicht mehr anzuziehen hat zu Hause. Sie ist Außer bettelarm. eine Strumpfhose und ein Slip und ein BH. Nee, komm, ein Versuch noch, Tino, du kommst drauf. Ah. Weil sie alles verloren hat. Tino, So. sie atmet durch ihre Haut. Ach Gott, komm. Nicht, nee, Doch. nicht Es wirklich. gibt auch so eine Szene, wo sie dann duscht. Ich glaube, sie trinkt auch durch ihre Haut. Und das Duschen ist quasi für sie, sie kriegt einen halben Orgasmus vom Duschen, weil sie so verhungert ist und verdurstet quasi. Das ist gar nicht konstruiert. Ja, und da können wir gleich den Rückschluss auf Metal Gear Solid 3 ziehen, weil The End, wir erinnern uns, der alte Opa, der durch Photosynthese lebt, komplett angezogen ist und überhaupt gar nicht viel freie Körperfläche bietet, um Sonnenstrahlen aufzunehmen für seine Photosynthese und andere Stoffe. Und bei dem ist es nicht so, dass der da irgendwie, keine Ahnung, nur ein bisschen Unterhose trägt. Ja. Komisch, ne? Komisch, komisch. Ich weiß nicht, ob das schon in Richtung Fanservice geht, dass man sich irgendwie denkt, okay, was Tino halt meinte, Sex sells oder so. Oder vielleicht findet er es wirklich selber irgendwie nice. Hier, ich habe mal den Link gepostet. Da kommt dann halt wieder dieses japanische Ding rein, ohne es gut zu finden, ohne es zu werten. Ja, also es ist schwierig, gebe ich zu. Das ist halt wirklich. Ich finde auch so, Metal Gear Solid 5 ist nicht mein favorisierter Teil mit Abstand. Und das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Das ist schon strange. Das ist schon sehr strange. Ich weiß, ich habe hier gerade im Hintergrund dieses Video laufen. Vielleicht, Tino, guckst du da auch mal rein. So ab die Hälfte kannst du klicken. Da siehst du, wie sie sich regelt. Und dann mit Snake, beziehungsweise mit Big Boss, or is he, sich so ein bisschen im Regen regelt und spielt und rumplanscht. Ja, Das ist mache ich schon sehr direkt. befremdlich alles. Vor allem, weil diese Szenen dann auch immer. Ich habe gestern danach gesucht, nach Szenen, wo man Quiet sieht. Und die hatten immer alle den Begriff Hot im Titel. Die Kommentare drunter waren auch immer echt, ja, spannend. Und was bei Quiet vor allem noch so ein bisschen eine Sache war, ist, dass es eine Actionfigur zu ihr gab. Ich weiß nicht, Robin, ob du dich da erinnerst, wie das mal Nee, erzählt wüsste ich habe. gerade nicht. Das war nämlich noch vor allen anderen Vorwürfen, als die Actionfigur angekündigt wurde, weil die nämlich squeezable Boobs hat. Oh Gott, Alter. Und ab dem Punkt konnten das dann viele nicht mehr ernst nehmen und deswegen ging da auch ein bisschen diese ganze Debatte los. Ja. Da weißt du auch Dieses nicht, was du Dan sagen Dancing sollst. in the, dieses Dancing in the Rain erfüllt ja echt so sämtliche Männerträume, oder? Das ist ja wirklich, das ist auch, weiß ich nicht, das kenne ich von Pornhub oder von X-Hamster oder was weiß ich, aber nicht von Videospielen.
Ja, also ich will dem Model nicht zu nahe treten, die da Schau gestanden hat für diese Person, aber ich finde Quiet an sich auch, also die hat irgendwie ein komisches Gesicht, deswegen finde ich das für mich doppelt strange irgendwie. Also wenn ich diese Person an sich attraktiv fände, fände ich das, glaube ich, weniger befremdlich, aber so, ich weiß nicht, ich glaube, die erinnert mich auch einfach an irgendjemanden oder so. Es ist ganz komisch. Das liegt aber auch daran, dass sie gemotion-captured wurde. Ja. Und das Gesicht, glaube ich, sogar der Schauspielerin entspricht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber eben der Körper komplett nachgemacht wurde. Also ich weiß nicht, wie sie aussieht, aber ich habe nur gelesen, dass es da eben Diskrepanzen gab, weil sie ja eben diese super krasse, durchtrainierte Kämpferin sein soll, die da ganz dünn ist und Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen Uncanny Valley einfach. Also wenn ich diese Szene gerade sehe, wie sie den Mund hat in dieser einen Zeitlupe, das sieht einfach total komisch aus. Egal. Ja, Quiet ist, glaube ich, so der schlechteste Aspekt im ganzen Metal Gear-Universum. Also, ja, und dann gibt es auch noch so ein bisschen andere Sachen mit, wie weiter an Ausschnitte ranzoomen oder unter Röcke gucken, auch wenn das minderjährige Charaktere sind und so. Oder dass man im vierten Teil den Controller schüttelt und dann die Brüste wackeln des Charakters. Das waren so die ganzen Sachen in dem Artikel. Aber wenn wir jetzt bei Metal Gear Solid 3 bleiben, dann würde ich auch sagen, der Teil war noch am unproblematischsten. Ich weiß nicht, vor allem, weil man diese Figur hat von The Boss, die sehr emanzipiert ist, würde ich sagen. Ja. Deswegen, also da denke ich mir halt auch, er hat mehrere solche Figuren. Und da auch Meryl im vierten Teil kommt Meryl ja auch noch mal vor. Und die ist jetzt nicht irgendwie die Damsel in Distress oder irgendwie, weißt du, die Prinzessin, die man retten muss. Der kann halt schon gute Figuren schreiben und nicht irgendwie so Abziehbilder oder halt einfach irgendwie Sexobjekte. Deswegen denke ich mir halt, aber vielleicht kommt da auch mein Fanboy durch, dass einfach solche Sachen dann mit bloßer Absicht sind. Entweder natürlich aus Marketingkalkül oder weil er wirklich irgendwie was damit aussagen will. Ich kenne da jetzt nicht so die Theorien zu Quiet, ob es da irgendwas gibt, dass es quasi mit Absicht dieses Haha, guck mal, übersexualisiert, um zu zeigen, dass es eigentlich dumm ist. Wäre mir nicht bekannt, aber würde ich ihm eventuell noch zutrauen, als Fanboy. Ja, ich meine, er hat dir eine Begründung gegeben. Meinst du jetzt mit der Haut oder was? Naja, eben. Ja, who knows. Weiß nicht, Tino, was ich guck mal rein. Zu was genau? So jetzt als Gesamtbild der Spielereihe. Das ist diese Frau, ne? die ganze Spielereihe ist nicht die Frau. Das ist doch ja, aber sie tritt nur auf in dem fünften Teil, oder? Genau. Ach so, naja, ich weiß nicht. Ich habe es wirklich nur meinen kleinen Zeh reingehalten in dem heutigen Podcast. Und ich bin halt nicht so ein Fan von derartigen Spielen. Also auch rausgenommen dieses ganze Sexismus-Ding, aber es ist halt einfach nicht meine Welt. Ich finde es spannend, das mal mir anzuhören und mal reinzugucken, aber es ist einfach nicht ich würde es nicht spielen, tatsächlich. Okay. Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz versuchen, dir das so ein bisschen nahezulegen, was ich so geil finde, weil ich mag ja an sich dieses Genre einfach. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch irgendwie ein bisschen mitgehst, Lassie, weil The Last of Us und so, das ist ja alles ähnliches Gameplay. Das ist also Schleichspiele, The Last of Us, Dishonored, Second Sight, Metal Gear, das sind ja alles so meine Favoriten. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen auch hast, dass du Schleichen gut findest. Naja, Schleichspiele oder? Sind nicht ganz so meins, als The Last of Us die Ausnahme, weil die Story so gut ist. Okay. Ja, aber für mich ist es so dieses Ding, wenn du irgendwie als Wanst, weißt du, die Eltern machen irgendwas und du versuchst dich irgendwo hinzustehlen und dabei nicht erwischt zu werden, das hat irgendwie so eine ganz eigene Faszination für mich. So, und dieses Gefühl vermittelt dieses Spiel für mich am allerbesten, weil du eben so viele Möglichkeiten hast. Ich habe jetzt auch in Dishonored nochmal kurz reingespielt, einfach um es zu vergleichen. Da ist es halt so, okay, du hockst dich hinter eine Kiste und wartest sozusagen. Das ist dann das Gameplay des Schleichens. Aber hier hast du so viele geile Möglichkeiten und findest bei jedem neuen Run irgendwas Neues raus, wie du die Gegner verarschen kannst. Und das, ich liebe das. Und das kommt halt einfach diesem echten Gefühl von wegen, keine Ahnung, ich gucke jetzt heimlich einen Film oder ich schleiche mich heimlich raus an meinen Eltern vorbei. Irgend solche Sachen. Das kommt dem einfach am nächsten, glaube ich. Vielleicht ja, das stimmt. Also ich glaube, Videospiele können sowas gut vermitteln. So ein Gefühl, so diese Angespanntheit auch. Also ich spiele auch Spiele, die gerade gar nicht irgendwie mit Schleichen sind oder so. Und trotzdem bin ich manchmal total angespannt.
Und man merkt das dann so danach. Vielleicht kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, Tino. Ja, ich muss mich gerade daran erinnern, dass ich diesen ganzen Mario-Spielen, wenn man tauchen musste, ich mich immer furchtbar unwohl gefühlt habe. Kennt ihr das? Ja, ich kenne diese eine Map, wo irgendwie so eine Riesenschlange unter Wasser ist. Ja, genau. Ja, die fand ich tatsächlich auch gruselig damals. Oh ja, die soll ja ganz viele traumatisiert haben in, was waren das, Super Mario 64. 64? Ja, ne? 64, genau. Ja, 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 ja. die soll ganz vielen Kindern damals Albträume gemacht haben. Und die wurde auch wohl sogar rausgenommen in späteren Versionen, beziehungsweise dass die da irgendwie, glaube ich, so rausgeht. Okay, Aber ich bin mir wusste ich nicht gar ganz nicht. sicher. Das weiß ich nicht. Ich will hier noch mal eine Lanze brechen, und zwar für das Dschungel-Setting. Und vielleicht hast du da auch noch eine Empfehlung, Lassie, weil ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht so viele Spiele, die im Dschungel spielen. Wahrscheinlich, weil es einfach schwer zu modellieren ist, weil es ewig dauert, da irgendwie 1000 Bäume hinzustellen. Natürlich gibt es irgendwie so Crisis oder so, aber zu Schleichspielen passt das perfekt. Deswegen ist das mein favorisierter Teil. Irgendwie durch irgendwelche Metallbasen schleichen, das ist irgendwie nicht so geil wie durch ein Gestrüpp und durch Wiese zu kriechen. Das stimmt, und durch Krokodile. Ja, und Und Krokodilskopf dann aufzusetzen, Gangesgavial. und dann passt auch das, also dann passt das Camouflage, was er immer trägt, wirklich, weil Ja. manchmal habe ich so oft das Gefühl in diesen Kriegsspielen, dann haben die immer alle Camouflage an und du bist nie irgendwo, wo du das brauchst. Du bist wirklich immer nur in irgendwie so großen Industriegebieten oder so. Ja. Was aber einer meiner negativen Punkte ist tatsächlich, weil ich diese Camouflagefarben ziemlich ätzend finde. Also ich habe das Gefühl, dass das Spiel ziemlich matschig ist. So, es ist alles grün, braun, grau. Und da ist so ziemlich viel, außer wenn du mal irgendwie in dieser Forschungsbasis bist oder so und später dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, was das da ist, auch so Vielleicht hast industriemäßig. du da nicht die HD-Version gesehen. Doch, habe ich. Und die ist auch super matschig. Das Spiel ist von 2004. Das ist sehr gut gealtert. Ja, ich glaube auch, wenn man das nochmal richtig neu auflegen würde, dann würde das auch nochmal deutlich besser aussehen. Und ich glaube, dann wäre die Steuerung auch besser und dann wären viele Kritikpunkte von vielen Leuten auch schon mal weg, die das dann vielleicht Vermutlich. nochmal gern spielen würden. Mal schauen. Aber es ist auch so. Es ist auch so. Es ist echt krass. Ich habe dieses Spiel gespielt und habe kurz danach halt Dishonored eingelegt. Und Dishonored ist halt. Was ist das? 2012 oder so. Also wirklich sehr viel älter. Und das sieht so viel schlechter aus. Unfassbar. Also ich Echt? mag Der Dishonored erste auch immer Teil? noch. Der erste Teil, ja. Ich glaube, ich kenne nur den zweiten. Der sah gut aus. Wahrscheinlich, ne? Der kam 2000. Der ist auch ein PS4-Spiel. Das ist ja nochmal. Das ist ja Was? zwei PS4? Oh, Generationen okay. weiter. Ja, war wahrscheinlich 2016 oder 17 oder so. Ja. Tino, du hast also keine Lust gekriegt, dieses Spiel mal nachzuholen. Nein, gar nicht. Tut mir leid. Ist. Ich verstehe es, ich find's okay so, ich find's cool, dass Menschen das spielen wollen, das ist alles okay. Aber mich reizt das halt gar nicht. Ich habe ja auch schon immer irgendwie Freunde gehabt, so die solche Sachen spielen, wo ich auch zugesehen habe, aber ich fand das nie aufregend, hatte nie das Verlangen, nach Hause zu fahren, um mir auch so ein Spiel zu kaufen. Oh, das ist gut, dass du das noch angesprochen hast. Das hätte ich ganz vergessen. Ich habe das nämlich damals 2012 oder 13 auch noch mal gespielt. Und Anna hat damals zugeguckt und hat die komplette Zeit komplett mitverfolgt, weil sie so invested war, ohne selbst überhaupt zu spielen oder überhaupt Berührungspunkte. Also ich rede jetzt vom dritten Teil. Ich glaube, der ist dafür auch am besten geeignet, weil er quasi chronologisch der erste ist. Ohne irgendwas davon zu wissen, und sie war völlig investiert. Also es ist auch eigentlich für viele Leute scheinbar, mindestens eine, sehr schön einfach dem zuzugucken. Und Ja, das ist ja vielleicht auch wäre der es ja dann Fall, auch ja. eher was für dich, Tino. Naja, also es gab so Spiele wie Gothic damals, da habe ich auch bei meinen Freunden immer zugesehen, weil ich das nicht spielen konnte und nicht wollte. Aber da war es auch spannend, einfach zuzusehen, was da passiert. Es war ja wie ein Let's Play zuzuschauen letztendlich. Ja. Nur halt im echten Leben. Also man saß neben den Menschen, die das gespielt haben. Das war nochmal aufregender. Ja. Lassie, vielleicht um das nochmal einzuordnen. Was ist denn dein oder keine Ahnung, deine Top 3 Lieblingsspiele? Weil
ich habe jetzt mich schon geoutet, dass ich halt völlig in dem Genre drin bin. Und weißt du, Filmkritiker zum Beispiel, von denen weiß man ja, was so Präferenzen sind, dann kann man die Meinung besser einordnen. Und vielleicht sagst du nochmal deine drei Lieblingsspiele und was du dann diesem Spiel für eine möglichst objektive Wertung geben würdest. Das würde mich interessieren. Okay. Drei Lieblingsspiele. Also Nummer eins ist auf jeden Fall The Last of Us 1, würde ich sagen. Nummer zwei könnte wahrscheinlich The Legend of Zelda Breath of the Wild sein. Ziemlich untypischer Zelda-Teil, was genau das ist, was ich mag. Was, glaube ich, schon wieder in deine Richtung gehen würde. Weil du wahrscheinlich eher der gewesen wärst, der gesagt hätte, ich will wieder die alten Zelda-Spiele und ich fand halt die neueren Nee, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich bin, ich geiler. wirklich, ich habe so viel Zelda auf 64, also Ocarina of Time gezockt. Ich kann es nicht mehr sehen. Und mir wurde damals, als ich Dragon's Dogma angefangen habe zu streamen, wurde mir nahegelegt, dass ja, dass es so ein bisschen in die Richtung gehen würde. Also Breath of the Wild. Mit offener Es ist auf und. jeden Fall ja offener und nicht immer dieses nervige, du machst jetzt sieben Tempel und jeder hat einen Endboss und dann ist gut, sondern ein bisschen freier und auch viele freie Entscheidungen und sehr schön und sehr schöne Story und sehr belebte Welt. Obwohl die so, also eigentlich ist die Welt tot, aber irgendwie ist sie trotzdem belebt. Naja, und Platz 3 sind wahrscheinlich alle Bioshock-Teile. Oh, guck doch Die mal, würde dann ich sind wir uns nennen. gar nicht so uneinig. Also, ich Ja, habe was ist denn Bioshock bei jetzt nicht dir? in meiner Top 10, aber Bioshock 1 und Dann ist es Infinite. aber nicht so toll. Na, ich habe ja viele Videospiele gespielt, ja. Also in meiner Top 30 wäre Bioshock bestimmt irgendwo drin oder so. Na toll. Nee, aber ich gehe damit, dass das gute Spiele sind. Bioshock Infinite fand ich mega. Aber, Ja, also keine also Ahnung, so finde ich storymäßig finde gut. ich Bioshock Infinite und Metal Gear gar nicht so unähnlich, weil das ist ja auch so ein relativ, ja, es verbindet irgendwie Fiktion mit eigentlich echt, also so Pseudoscience, sage ich mal, und ist irgendwie so ein bisschen wirr, aber darin geil. Das ist ein bisschen wirr. Ja, nur dass eben das eine so ein richtiges, schnelles Action-Shooter-Spiel ist und das andere eben ein bisschen das Gegenteil. Ich denke, das macht es dann wahrscheinlich. Ja, also ich würde sagen, was gebe ich denn dem Spiel? Naja, ich find das Gameplay halt echt meh. Da würde ich halt so eine 4 von 10 geben, aber weil die Story halt schon ganz cool ist, wahrscheinlich so eine 7 von 10. Aber wie gesagt, die Die Story ist halt. Kompromisswertung. Die Kompromisswertung. Also ich würde halt sagen, ich fand die Musik nice, ich finde die ganzen Wege, die man machen kann, total cool. Ich finde die Bosse sehr kreativ, auch wenn ich keine Lust hätte, gegen sie zu kämpfen. Das war eben das Erste, was ich mir in dem Let's Play dachte. Ich habe ja kurz bevor der erste Boss kam, aufgehört, selbst zu spielen. Hab dann geguckt und dachte mir, oh gut, dass ich aufgehört habe, selbst zu spielen, weil ich hätte gar keinen Bock gehabt, gegen den zu kämpfen. Ich fand diese, was war denn das, so eine Szene, wo man entkommen muss vor dem Bösewicht, der in so einem Panzer mit Armen sitzt, Im quasi. Schägerhort, Da ja. wurde es dann halt mal plötzlich actionreich und das fand ich richtig nice. Ach, Und krass. Ja, das ist die große Entladung quasi am Ende. ja, genau. Und Also das das fand ich Schleichen. richtig gut und ich fand einige Charaktere gut, aber ich fand die waren, also wenn die gestorben sind, war das nicht wirklich emotional, außer so bei The Boss am Ende, weil eben das Spiel es nicht schafft, einen so dran zu binden. Und dann auch immer diese langen Zwischensequenzen, wo ich mir echt zwischendurch die Nägel gefeilt habe, weil es so langweilig war. Oh, Und das ist ich gerne nochmal ein Lust richtiger hatte. Stich ins Herz jetzt am Ende. Also ich Und dann sag's, wie es diese ist. Radiosequenzen, die auch scheiße lang sind, wo die dich einfach mit irgendwelchen Filmen voll labert, was ganz cool ist, aber wo du nebenbei nichts machen kannst, außer auf dem Boden hocken und Du dazuhören kann, und wieder deine Nägel feilen. du kannst es ja skippen. Aber Ja, aber wenn du dann es nicht erfahre ich es ja skippst, wirst du nicht. halt belohnt mit tollen, Naja, optionalen eben. Dialogen. Naja, siehst du? Und das zum Beispiel in Cyberpunk wurde das deutlich besser gemacht. Das hast du jetzt noch nicht gespielt. Aber da kriegt man sehr viele Anrufe und auch sehr viele SMSen und so. Und die laufen meistens nebenbei. Und die kommen auch meistens, während du gerade rumfährst. Also wo du gerade wirklich nichts zu tun hast. Und dann kriegst du so einen Holo-Anruf und bist einfach Bescheid und kannst es schon aufnehmen. Bist aber schon auf dem Weg zu deiner nächsten, keine Ahnung, Quest oder so. Ja. Und das, Okay. vielleicht ging das früher auch noch nicht so gut, ich weiß nicht, aber ich fand das echt ätzend. Also vielleicht ist das in Cyberpunk gut gelöst, aber in Metal Gear 5 gibt es das tatsächlich auch, dass du nebenher wird dir alles so auf Holobändern irgendwie abgespielt oder sowas. Und das finde ich da halt irgendwie übelst kacke. Vielleicht, weil ich nicht dann hundertprozentig mich darauf konzentriere, ist das irgendwie für mich alles so belanglos gewesen dann, weißt du?
Aber kann auch sein, dass Cyberpunk einfach da bessere Dialoge hat, Aber wenn wie sie dir gesagt. von ihren 10 Lieblingsfilmen erzählt, ist das nicht belanglos. Nee, das ist irgendwie, das baut halt in dem Moment sie als Charakter übelst aus und auch Snake. Das ist Okay. halt übelst geil. Es spielt ja 1964 und dann werden da so Sachen gesagt, Zombies, was sollen Zombies denn sein? Und heutzutage ist in jedem Scheißfilm, es ist einfach, es ist so geil. Ja, genau, deswegen will man es ja nicht vermissen, aber man will eben auch nicht 20 Minuten auf dem Boden hocken und auf seinen Bildschirm starren. Deswegen, das war so ein bisschen schwierig. Aber ich denke, 7 von 10 passt ja dafür, dass ich eigentlich ganz schön starke Kritikpunkte habe. Ja. Auch ganz gut. 11 von 10. Hast du gehört, Tino? Ja, das ist ja eine tolle Woche gewesen. Also, ich sag's, wie es ist. Es gab zwei Videospiele in meinem Leben, die mich zum Weinen gebracht haben. Final Fantasy X und Metal Gear Solid 3. The Last of Es Us ist nicht, was bist denn du für ein The Stein? Last of Us nicht. Vielleicht war ich da schon zu alt oder so, keine Ahnung. Okay. Wann kam Teil 1? 2013, ne? Geht so. Die tragische Geschichte, und ich spoiler jetzt ganz hart das Ende, Tino. Ich mache es jetzt nochmal begreiflich. Und ich weiß nicht, Ich höre nicht doch, hin. hör hin, weil ich weiß nicht, warum das bei mir so hart gezogen hat in dem Moment, weil ich das null habe. Es geht da um Patriotismus. Also diese Figur, The Boss, diese Mutterfigur, wird von dem Charakter, den man spielt, von Snake getötet, ja, um quasi einen nuklearen Zwischenfall zu rechtfertigen oder nicht zu rechtfertigen, zu rächen sozusagen, um die Weste der Amerikaner weiß zu waschen. Und am Ende, das Spiel endet quasi damit, dass Snake vor dem Grab von The Boss salutiert und darunter wird dann halt so erzählt, also Eva sagt darunter, wie großartig diese Person war, weil sie patriotistisch und selbstlos ihr Leben gegeben hat für ihr Land. Aber natürlich auch, um irgendwie einen nuklearen Krieg zu verhindern. Aber in erster Linie geht es da wirklich um dieses Soldat bis zum letzten Patriotismus und so. Und das hat mich in dem Moment so Kurz. ge ja, ich weiß nicht ganz warum. Das ist so gut gemacht, dass es mich was fühlen lässt, was ich eigentlich überhaupt nicht habe. So dieses Patriotismus-Ding, weißt du? Das wollen die doch, Robin. Die wollen dich doch umerziehen zum Patrioten. Die wollen das überhaupt nicht. Kojima ist ein Japaner, Doch. der hat mit Amerika überhaupt nichts zu tun. Der ist einfach ein Fan von alten Kinofilmen. Aber das hat Und großen Brüsten und Patriotismus. deine hässliche Fresse, Alter. Und dann läuft so am Ende, so im Abspann läuft so ein geiler Song, Alter. Way to Fall. Das ist so ein guter Song. Und da fließt es einfach nur. So. Ich streame heute Okay, das das ist Ende von dem Spiel. interessant. Ich hoffe, ich flenne nicht im Stream. Oh, ich dann komme ich zu. Also ich muss sagen, ich bin so minimal emotional geworden, aber auf keinen Fall in Richtung Weinen, sondern eher so, oh, das war jetzt gar nicht so scheiße wie erwartet. Und das ist doch noch, obwohl die Charaktere alle ziemlich belanglos waren und kaum so eingeführt wurden. Also man muss sich das echt so vorstellen, man kennt diese The Boss. Jetzt, wenn man nur den dritten Teil gespielt hat, gar nicht so. Also wirklich nur sehr wenig. Und dann denkt man die meiste Zeit, sie ist halt einfach böse oder so. Und dann erzählt sie irgendwie in 10 Minuten ihre ganze Lebensgeschichte. Und dann wird man dann doch ein bisschen emotional. Und auch Es dieser ist so Bosskampf ist richtig gut, dramatisch. weil Der das ist in so richtig einem gut. Feld voller weißer Blumen ist und sie tarnt sich, weil sie weiße Klamotten anhat. Sie hat dabei auch wieder ihren Anzug auf und die Brüste fallen fast raus, aber das hat da Das Story-Relevanz hat am auch Ende. Kontext. Das hat Kontext. Alter Tino, das war auch so geil am Ende. Deine Mission ist, pass auf, diese The Boss, die ist übergelaufen zur Sowjetunion, aber eigentlich nicht, ja, eigentlich nicht. Aber die Welt denkt, sie ist übergelaufen und deswegen musst du sie töten, um diesen Konflikt zu stillen, ja, weil sie ein legendärer Zweiter Weltkriegsheld ist, ja. Und dann ganz am Ende geht die Kamera so raus, sie liegt so vor dir und du hast sie quasi besiegt. Sie ist nicht tot, aber sie ist halt erschöpft am Boden. Und du hängst über sie, über ihr und sie sagt, na, du musst mich töten. Und die Kamera zoomt raus und es passiert einfach nichts. Das Spiel geht nicht Erdung. weiter. Man muss selber den Abzug drücken, um sie zu erschießen. Oh. Das ist so gut. Ja, gut, das verstehe ich. Das ist echt beeindruckend. Beim ersten Mal, ich saß halt echt da und dachte, okay, das ist aber eine lange Sequenz jetzt. Das ist aber komisch. Und dann raffst du, dass du selber den Abzug. Oh, das ist so gut, es ist so geil. So. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Ende. Ja. Genau wie dieser Podcast. So geil.
Gut, Lassie, ich bedanke mich ganz herzlich. Das wäre eine absolute Katastrophe geworden mit Tino. Nein. Also, hallo? Liebe Ja, du Leute, hast recht. vielen Dank für den Hörerwunsch natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Lassie. Folgt ihr Wer Lassie-Hu. hat sich Jetzt habe das ich es denn gesagt. gewünscht? Na, Dings hier. Na toll. Dings. War das auch Greywolf? Ich glaube, das war sogar auch Greywolf. Ich darf es jetzt nicht verwechseln. Ich muss es, glaube Ich weiß es ich nicht. schreibe es in die Beschreibung, falls ich mich jetzt irre. Danke Okay, sehr trotzdem gut. dafür. Man muss das ja auch mal erwähnen. Warum eigentlich Lassie Hu? Bist du auch von dieser WHO? Bist du auch so ein Systemling? Willst du uns alle impfen? Definitiv. Ja. Ich urteile immer über Krankheiten. Ah, Wegen dem okay. Doktor Who. Ah, okay. Ah. Ah. Okay, mit dieser Erkenntnis, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Tino, für seine Expertise. Gerne. Immerhin konntest du dir jetzt mal Quiet beim im Regen tanzen angucken. Das war auch eine Erfahrung. Es hat sich gelohnt. Schön. Gut, Leute, die Musik ist so laut. Au, meine Ohren. Ah, Lassie, hörst du das? Nicht unangenehm. Jetzt weißt du mal, wie es ist. Tschüss. Auf Wiedersehen, wiederhören.